So, mal gucken, wann wir da sind. Doch in einer Stunde erst. Oh, ja, sehe ich da vorne etwa einen Stau? Muss ich mal gucken. Hoffentlich nicht. Oh nee, nicht auch noch war. Ist da die Brücke eingestürzt? Sag mal, was ist das denn? Das geht doch nicht. Hilfe. Scheiße, da ist wirklich die Brücke eingestürzt. Okay, da sollten wir mal die Feuerwehr rufen. Ich fahre mal schnell hier rein. So, schnell die Feuerwehr mal anrufen. Ja, ich möchte gerne einen Brückeneinsturz hier auf der A12 melden. Bitte kommen Sie schnell her. Dankeschön. Ja, okay, tschüss. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder für euch, der Ladenkoscher. Und heute spielen wir mal einen Einsatz auf der Königsberg-Map im LS19. Und ja, dort ist eine Brücke eingestürzt, wurde uns ja gerade gemeldet. Und da fahren wir jetzt erstmal hin, um uns die Lage anzugucken. Und die Polizei und so wird nachher natürlich dann auch noch kommen. Also, was ist das denn? Warum kann ich hier jetzt? So, gehen wir als erstes mal ins Auto hier rein. Mal gucken, welches wir nehmen. So, ich würde sagen, wir nehmen erstmal dieses hier. Achso, das Tor muss ich ja auch noch öffnen. Ach, jetzt will der schon wieder nicht. So. Tor geöffnet und schnell mal da hinfahren. So, wir machen schon mal Blaulicht an, besser. Vielleicht ist ja was Schlimmes passiert. Wo müssen wir denn hin? Ach ja, da. Dann fahren wir jetzt mal hier. Ja, hier ist Polizeieinfahrt, aber wir dürfen das jetzt. Weil ist ja ein Notfall und wir haben Sondersignal, ne, Leute? So. Okay, fahren wir mal hier lang. Ja, reden wir mal nicht darüber, dass ich gerade gegen einen Baum gefahren bin. Weg da, wir müssen schnell dahin, los. Ah, oh, da sehen wir schon einen größeren Stau da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe das jedenfalls. So, oh, da ist wirklich eine Brücke. Oh mein Gott. Wie konnte das denn passieren? Hä? Okay, sichern wir erstmal die Unfallstelle und sperren ab. Obwohl das vielleicht besser die Polizei machen sollte. Warum fahren die denn hier weiter? Nein. Anhalten. So, hier sperren wir jetzt erstmal ab und gucken uns das Ganze mal hier an. Oh mein Gott, was ist da passiert? Wie kann so eine Brücke einstürzen, Leute? Okay, hier sind wie viele Leute beteiligt? Einmal der Fahrer von hier, dann noch von hier sitzt keiner mehr drin, hä? Wo ist der hin? Komisch. Naja, wir werden es wahrscheinlich irgendwann sehen. Ach du Scheiße. Ja, jetzt können wir uns vielleicht denken, wo der hin ist. Hier sitzt auch niemand drin. Hä? Wo können die denn alle hin sein? Mann. Ja, holen wir erstmal das nächste Fahrzeug jetzt. Schnell hin switchen. Nein, oh, das ist vielleicht doch nicht schnell, eher lange. So, nehmen wir mal dieses hier, damit wir die Unfallstelle dann wirklich absichern können auch. Och, warum geht das schon wieder nicht? Oh, diese Tore, die bereiten immer wieder Probleme. Ich hasse die. Naja, eigentlich sind sie ganz cool, aber trotzdem. So, hier. Okay. Weil hier können wir oben so ein, wie nennt man das? Ich weiß es nicht hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da oben das Ding drauf. Dieses Weiße, das kann man ausfahren und dann steht da zum Beispiel so ein Achtungszeichen für den Unfall. Ja, so. Machen wir mal Licht hier ein bisschen an, damit wir auch was sehen können, weil es wird schon dunkler jetzt. Sieht man, finde ich, ein bisschen. So. Jetzt wieder hier lang. Ja, machen wir die Sirene mal an. So. So, jetzt.
hier lang. Och Mann, warum fahre ich immer gegen diesen Baum? Das ist aber auch eine blöde Einfahrt. Kann da nicht auch so ein Geländer sein? Das wäre doch mal cool, oder? So, fahren wir hin schnell. Okay. Und wir sind angekommen. Ja, ja, halbwegs angekommen jedenfalls. So, mit diesem Auto sperren wir nämlich jetzt hier ab. So, wir stellen uns mal eben hier so hin. Jetzt können wir nämlich mit IC Control hier das Ausfahren noch. Jetzt will der nicht. Jetzt. So, und dann machen wir hier mal Achtung an. Und jetzt seht ihr, da wird Achtung angezeigt. Das ist ziemlich cool, finde ich. So, dann würde ich sagen, holen wir als nächstes die Polizei mal her dazu. So, fahren wir los und natürlich auch das Blaulicht an. Sirene darf auch nicht fehlen. Wo fahre ich denn hier hin? So, na, fahren wir wieder den gleichen Weg wie eben. Mann, oh Mann. So, und jetzt fahre ich nicht gegen den Baum, Leute, wetten. Ja, ich hab's geschafft. Ah, Hilfe. Ey, sag mal, hast du uns einfach gerammt? Das geht ja wohl gar nicht. So. Hier bei diesem haben wir das hier nämlich, ja, schnell. Jetzt fahren wir gegen das hier nämlich. Auch. Ah, wo fahre ich jetzt gerade gegen? Ach, Gott sei Dank. Hier, ja. Da haben wir das da oben auch. Dieses Warnding. Nur halt von der Polizei. So, das stellen wir schon mal. Sagen wir mal, das stellen wir hier hin. Jo. Sirene aus. Weil auf Dauer nervt die ein bisschen. Ja, so hier würde ich sagen. Ist eigentlich ganz gut, oder? Ja, gut, dann switchen wir uns mal schnell ins nächste Fahrzeug. Jetzt nehmen wir nämlich hier eins vom Bauhof Weber. So, und das hat halt hier hinten dran so ein Ding und da kann man so machen. Ihr kennt das bestimmt aus dem Real Life sonst auch. So. Nur es wird jetzt schwierig, wie wir auf die Autobahn kommen, weil die Brücke ist ja hier eingestürzt. Das ist ja die... Okay, da müssen wir uns mal was überlegen. Ja, wir fahren einfach verbotenerweise mal schnell über die Gegenfahrbahn. Die ist aber ja auch gesperrt von den Kollegen worden. Oh, überall Bäume, wo ich gegenfahren könnte. Nein. Oh Mann. Überall gegen. Okay, jetzt aber. Und hier geradeaus weiter. So, schnell mal hier rüber, so dass es keiner sieht. Nein. Ach, egal, passt schon. Ja. Genau. Und jetzt hier lang erstmal Licht anmachen. Passt das? Da, das müsste doch eigentlich passen, oder? Ja, das passt, Gott sei Dank. Und jetzt mal eben drehen hier, damit wir da auch hinpassen. Boah, das Drehen ist so schwierig mit diesem Fahrzeug, weil das halt so lang ist. Ja, wo sind meine Falschdenker hier? Ah, man kann durch die Dinger durchfahren, das wusste ich gar nicht. Oh, ja, perfekt. Okay, so. Jetzt machen wir mal hier eben den Warnblinker an, weil dann blinken hier beide Pfeile, wie man vielleicht sehen kann. Ja, das Licht ist doch ganz schön hell eigentlich. Das von der anderen Seite, das blendet, finde ich so. Das sollten wir vielleicht mal ausmachen hier. So. Ups, jetzt war es wieder an. Okay, so machen wir das mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier kommt keiner mehr durch. Außer auf den Standstreifen, aber da darf man ja nicht durch. So.
Und dann holen wir das nächste Fahrzeug. Das nächste Fahrzeug ist hier so ein schöner MRTW. STW wollte ich gerade sagen. Nee, das ist falsch. Gut, machen wir auch mal das Blaulicht an. Und die Feuerwehrsirene. Wir fahren wieder gleich wie eben. Zack, runter da. Und wieder hier lang. Okay. So. Zack, und hier wieder hoch. Die Auffahrt kennt ihr ja schon von eben. Wie fahre ich denn hier? Hilfe. So, ich nehme mir wieder vor, nicht gegen den Baum zu fahren. Ja, ich habe es wieder geschafft. Zum Glück. Oh, aber dafür gegen dieses, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Schade. Naja, egal. Wir fahren einfach mal hier verbotenerweise auf dem Standstreifen, weil das geht schneller. Als sonst, wenn wir mal, warum auch immer, anhalten, hupen die Autos immer von hinten und das ist nervig. Ihr kennt das vielleicht ja. So. Und dann hier vorbei. Hier hat sich aber schon ein kleiner Stau gebildet. Noch nicht so mega lang, aber immerhin. Also was heißt immerhin? Naja. Egal. Schnell eben mal nicht gegen das Auto fahren. Oh. So. Sirene aus und rückwärts da ran. Und jetzt wieder das Thema mit dem Umdrehen. Der ist aber Gott sei Dank nicht so lang wie der eben. Und hier fahren wir hin. Und gehen mal eben hier raus. Und hier die Klappen auf. Zack. Und zack. Jetzt müssen wir natürlich das hier rausholen. Das ist ja ganz wichtig. So, und fertig. Sieht auch aus, wie das da hinten dann dranhängt. Wäre schon cool, wenn man das dann wirklich so schieben könnte. Geht leider nicht. So, hier die Tür eben auf. So, und rein da. Jetzt hier Licht an. Und hier Licht, überall Licht. Damit sie auch schön hell drin ist. So sieht das dann aus. Ja. Allerdings sind wir noch nicht fertig. Eins brauchen wir noch, das holen wir mal schnell. Nämlich holen wir dieses schöne Fahrzeug hier. Mit dem Horn, wartet. Ich zeig's euch gleich so. Jetzt schnell hinfahren und dieses schöne Horn. Das ist von denen, die wir heute gehört haben, tatsächlich mein Favorite, glaube ich. Ah, Hilfe, Hilfe. Ganz schön laut, deswegen machen wir das mal eben aus. Hier fahren ja gar Hilfe. Gerade keine Autos. Ja, haben wir mal wieder Schilder umgefahren. Egal. Werden eh wieder aufgestellt nachher vom Bauhof. Wenn er es bemerkt, der Bauhof, aber bestimmt. So, jetzt schnell dahin wieder. Okay. Wieder nicht gegen den Baum fahren, bitte. Ah, oh Mann. Jetzt sind wir gegen den Baum gefahren. Schade. Naja. Jetzt aber nicht hier. Och Mann! Wir fahren auch überall dran. Jetzt aber. Jetzt auch noch ans Auto oder was? So. Der Heckwarner muss natürlich auch an. Ganz wichtig. Ja, Hilfe, was machst du da? Nicht so dicht auffahren. Und schnell mal eben hin. Kommen wir hier vorbei? Ja, kommen wir.
im Standstreifen, aber kommen wir an unserem anderen Feuerwehrauto hier vorbei. Das ist jetzt die Frage. Mal sehen. Ah, bitte. Pass, pass, los. Ja, ich glaube, ja, das passt doch. Super. Und jetzt stellen wir uns mal hier hin. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich zoome mal hier so ein bisschen raus. Oh, hier ist ein Baum, schade. So, jetzt aber hier, so sieht das Ganze aus, da der Einsatz. Einige Zeit später. So Leute, dann war es das ja mit diesem Einsatz. Den haben wir zum Glück gut erledigt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.